Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Multiplayer Battlefield 1. So, wir zocken Team Deathmatch und ich habe die MP18 Graben mit dabei. Und ihr wisst ja, dass ich diese Waffe schon gerne spiele. Das wurde mir ja schon sämtlichen Livestreams entnommen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weiterläuft hier. Friss das, Kollege, friss das. Okay, wir haben keinen getroffen. Schon mal nice. Schon mal nice. Der Feind liegt in Führung. Digga, wie sieht's aus? Alles cool? Oh, wir sollen einen fahren lassen. Das ist gar nicht cool. Der Feind liegt in Führung? Das kann ich nicht akzeptieren, ne? Der Feind liegt in Führung. Ich will eigentlich immer ein bisschen warten, bis ich wieder ein bisschen Leben zurückkriege. Unsere Seite liegt in Führung. Weil es doch recht schnell scheiße ausgehen kann hier in dem Spiel. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass irgendwie mein Leben sich langsamer regeneriert wie in den alten Shootern. So kommt es mir zumindest vor. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich irgendwie noch nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Leute. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Nein! Nicht von hinten, nicht von hinten. Ist gerade jemand gekommen? Shit! Das ist der Typ, der da vorher reingerannt ist, jetzt, wenn ich es schon gesehen hätte, ja. So, komm, neue Runde, neues Glück hier. Komm, Digga. Ich höre jemanden schreien, ist gar nicht cool. Ja, Mann, komm, das will ich haben. Das muss ich aber erstmal hier raus. Alles klar. Headshot oder was? Nee. Kam der jetzt von hinten oder was war los? War fast so aus, ne? Einer von vorne und einer von hinten. Pisser, Alter. Was du das, der mich gerade getötet hat? Ich weiß nicht mehr genau. Nein! Shit! Mann, der hätte unterwegs noch drauf gehen können, Mann. Der hat wenigstens noch drauf gehen können. Alles klar, Junge! Und du hast noch 33, Mann. Wie viel hältst du bitte aus, Junge? Ist wieder klar, jetzt muss ich erst wieder reinkommen. Hier, erste Runde jetzt. Bei der Aufnahme. Und wenn man den Aufnahmeknopf drückt, dann... Oder Button, dann ist ja sowieso eigentlich immer scheiße, ja. Genau ab dem Zeitpunkt läuft es eh nie so, wie es soll. Oh, Digga, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ist ein Heilung, wenn nicht schlecht. Ich glaube, unten ist noch jemand, wenn ich das richtig höre. Junge, stirbst du? Alles klar. Wie viel hält der aus, bitte? Okay, hält zu viel aus. Noch einer, noch einer, noch einer. Ah, wollen wir jetzt mal nicht campen hier? Oh shit, da sind ja welche. Oh Mann, es war wieder so klar. Was für ein Magazin hat der bitte? Was für ein Magazin? Ganz ehrlich, der hat gerade so übertrieben lang draufgehalten und muss nicht nachladen, oder wie? Wenn ich mit der MP18 Graben schieße, dann ist das Magazin recht schnell leer. Nur bei dem Typen nicht. Da ist,
Der kann 100 Schuss ins Magazin reinknallen. Double Kill, Digga. Wir haben so gut wie gewonnen. Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Ich brauche verdammt nochmal Heilung. Ich höre jemand. Oh, ich glaube von hier hinten. Oh nein, ich höre es schon, ich höre es schon. Shit! 22, komm, töte niemanden. Ich brauche wenigstens noch einen Hilfskill hier. Das wäre nicht schlecht. Spawn mal bei unseren Freunden. Komm, 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 komm. Getroffen. Yes, baby, yes. Schönes Ding, schönes Ding. Furzgranate. Da campt jemand drinne. Was für ein Nerd. Zweiter Platz, 14-7, Leute. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ich hoffe, wir können noch ein paar Kills holen, die wir nächsten setzen. Ding, 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 ding. Oh nein, zu Ende. Und noch abgerutscht. 14-7, naja. Dritter Platz, Leute. Ist gar nicht so verkehrt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es schlechter ausgeht. Aber naja. Haben doch noch ein bisschen aufholen können. Wir hängen auf jeden Fall noch eine Runde mit dran. 7-41, so muss es sein. Kurz und bündig. Und ich empfehle euch, wie gesagt, den Team Deathmatch-Modus zum Leveln, habe ich ja schon mal erwähnt, weil das einfach am schnellsten, am besten ist, um halt ja, seine Klasse zu leveln oder einfach auch Punkte zu kriegen, um sich da neue Sachen kaufen zu können. Also deutlich besser wie irgendein anderer Modus, meiner Meinung nach. Ja? Also deswegen, Leute, ruhig ein bisschen Team Deathmatch zocken, ja, oder Vorherrschaft geht vielleicht auch noch. Eroberung natürlich auf Punkte her gesehen kriegt man da mehr, aber man muss ja auch ein bisschen auf die Zeit gehen, was man investieren muss in den Spielmodus, um halt, ja, diesen zu absolvieren. Und da kann es bei Eroberung ruhig schon mal eine halbe Stunde dauern, was lang ist. Ja, auf jeden Fall aber trotzdem sinnvoll, aber am sinnvollsten, wie gesagt, würde ich Team Deathmatch empfehlen, vielleicht noch Vorherrschaft. So, was kommt als nächstes für eine Map? Man kann ja immer, wenn man Start drückt, sehen, was als nächstes kommt. Festung von Fawn. Auch auf dieser Map kann man richtig geil snipern, wenn man nicht unbedingt Team Deathmatch zockt. Wir bleiben beim Sturmsoldaten mit der MP18. Falls jemand fragt, was ich drauf habe, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also ich habe offene Zielerfassung drauf. Ja. Ich weiß nicht, das finde ich nicht ganz so geil. Vergrößerung habe ich zweifach, falls es doch mal ein bisschen mehr auf Distanz geht, dass wir ein bisschen besser zielen können. Hier verbessert sich die Statistik nicht. Das Bajonett lasse ich drauf. Was das hier genau bedeutet, kann ich noch gar nicht genau sagen. Ich glaube einfach, dass die Waffe ein bisschen anders schießt. Und hier habe ich natürlich Hazebrock drauf. Einfach nur als Optik, obwohl man das selber gar nicht wirklich sehen kann, weil man den Griff ja in der Hand hat und nicht wirklich halt, ja, nicht weiter gucken kann. Zweifache Vergrößerung bei der Pistole, die ich gerade angewendet habe. Die Panzerbüchse, Panzerabwehrmine. Dynamit lassen wir. Das lassen wir so drin. Hier die Granate. So, passt, Leute. Wir starten weiter. Starten weiter. 9 von 9. Komischerweise bleibt die Statistik immer bei 9 von 10 hängen. Oder meistens halt, ne? 10 von 10 ist selten gefunden. Also wirklich selten. So, wir starten und es geht los. Oh, shit. Da müssen wir aufpassen. Weil die meisten benutzen auch Fernkampfwaffen. Was doch manchmal sehr schief gehen kann. Da steht einer, der sniped höchstwahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Granate raus. Wir verpissen uns mal nach oben, so ein bisschen mehr auf den Nahkampf. Vielleicht auch hier runter. Er ist tot, okay. Alter. Die sind schon wieder mit ihren Bomben ausrasten. Komm, Digga, einer geht noch. Unsere Seite liegt in Führung.
glaube, da oben steht auch jemand drauf, ne? Ja, da ist jemand drinne. Das heißt, Vorsicht ist geboten. Das heißt, sehr große Vorsicht. Jetzt gucken wir mal wieder hinten hier. Der letzte Mann ist weggerannt. Oh, da snappt jemand, da snappt jemand, da snappt jemand. Vielleicht haben wir Glück und er wird getötet. Na komm, Digga. Wollte gerade schon sagen, Alter, wie viel hältst du aus, Junge? Okay. Da wird gleich noch jemand kommen. Ist aber erstmal scheißegal. Alles klar, alles klar. War natürlich wieder mal kein Headshot, obwohl ich natürlich krass rasiert habe, ja. Oder zumindest den Typen eigentlich gut getroffen habe. Manchmal kann man halt relativ gut draufhalten und schafft es dann irgendwie trotzdem nicht, den Kill abzustauben, ne? Oh shit. Kollege Tonschuh, Alter. Vielleicht unten auch welche drinne? Mal gucken. Das Blöde ist halt, dass man hier gar nicht so wirklich einen Durchblick hat, ja. Wenn man hier angegriffen wird. Es kann von mehreren Ecken kommen, weil man sich auch so gut verstecken kann hier. Der Feind liegt in Führung. Renn weg, renn weg, renn weg. Unsere Seite liegt. Komm, 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 komm. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. So, Digga, ich lade kurz nach. Ich wollte eigentlich nicht campen. Der Feind liegt in Führung. Der Feind liegt in Führung? Das kann doch gar nicht sein. Wartet der jetzt hier oder was? Der Camper? Manchmal denke ich mir so gut, dass keine Teamkills an sind, ja. Dann hätte ich wahrscheinlich schon einige getötet von meinen eigenen Teammitgliedern. Schön von hinten weggeholt. Nee, gehen wir mal nicht lang. Komm, Digga, es macht wenigstens Platz hier. Abstauber. Ich werf eine Granate. Abstauberpanne. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Mann, von da oben, ey, da muss ich jetzt mal hoch. Da muss ich jetzt echt mal hoch. Das gibt's ja gar nicht. Da muss ich jetzt echt mal hoch, ja. Mal ein bisschen Ordnung schaffen hier, ey. Das gibt's ja gar nicht. Oh nee, der holt mich, der holt mich, der holt mich. Komm, 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 komm. Oh, da oben steht auch einer, der Sniper ist wahrscheinlich. Shit! Ja, für diese Map ist die MP18 vielleicht nicht die beste Waffe, aber ich habe die Folge ja mit der Waffe angefangen und deswegen habe ich mir gedacht, ziehen wir die auch komplett durch mit dieser Waffe. Wir müssen mehr Druck machen. Wir werden das Ding auch eiskalt verkacken, wenn ich mir die Punkte angucke hier. Werden wir jämmerlich versagen. Ich werf eine Granate. Komm. Ganz gefährlich sind die hier oben drauf. Und natürlich da hinten, wie man gerade sehen konnte. Die stehen die ganze Zeit hier oben auf den... auf den Türmen drauf. Komm, Digga, komm, Digga. Ich glaube, ich stürme jetzt mal da hoch. Ich versuch's mal. Typ darf mich nur nicht sehen. Das ist das Problem. Komm, 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 komm. Da
Da steht jemand, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Schön gemacht. Schönes Ding, schönes Ding. Munition geht langsam aus, das ist schlecht. Werf mal Muni her, Digga. Ich brauche Munition, schnell. Kommen die hoch? Bestimmt. Doch nicht. Oh, da hinten. Boom! No Scope, Digga. Diese scheiß Tür. Hab ich ihn, ja, Mann. So gehört sich das. Komm, 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 komm. Ich brauch Munition, verdammt. Ich brauch Munition. Oh, jetzt wollte ich mir gerade die Schrot nehmen. Versuch mal, die Handwaffe. Die könnte auch ganz nice sein. Der Feind hat so gut wie gewonnen. Wie kann der Feind hier gewinnen, Mann? So wie wir abgehen. Komm, 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 komm. Ist doch scheiße. Okay, wir laufen. Am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch. Ah, die Waffe, die braucht zu lange, Mann. Ich glaube, mit einer anderen Handwaffe hätte ich es besser hingekriegt. Wachsoldat-Kit geortet. Wäre geil. Was gibt's Neues? Nichts. Gar nichts. Es gibt rein gar nichts, Digga. Junge! Muss aufpassen, dass hier keiner hochkommt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Same Mann, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Wie viel er aushält! Homeboy, kommt! Oh Mann, die hätte man noch kriegen können. Aber erster Platz, 15-5. 15-5, Leute. Das ist auf jeden Fall eine geile Runde gewesen. Ich fand's nice. Hat gut funktioniert. 15-5 bin ich mehr mit als zufrieden. Also nicht komplett verkackt, sag ich mal, ja. Okay, Leute, dann beenden wir die Folge hiermit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, ja. Kommentieren nicht vergessen, liken, abonnieren nicht vergessen, falls ihr es cool fandet. Und dann schaltet doch gerne in der nächsten Folge wieder ein von Battlefield 1 Multiplayer. Sagt gerne mal Bescheid, was ihr sehen wollt. Und dann können wir bestimmt mal was einrichten. Vielen Dank dafür, Leute. Haut rein. Servus.